Hä, wieso? Du kannst Munitionspaket aussammeln, was deine Ausrüstungszeit zurücksetzt. Also kann. Ja, 10 Sekunden. Ja, ist doch gut. Hä, 10 Sekunden, das ist also nix. We're in this together. Ist schon gut. So I'm staying. Well, let's get So to gut, work. sag ich dir. Also wenn die Zeug wenigstens, wenn wenigstens einfach nicht Dinge aufsammeln müsste und einfach da würde stehen, es kann ein Munitionspaket droppen, was deine Ausrüstungszeit 20 Sekunden zurücksetzt oder so, weißt du, oder Kills können deine Ausrüstungszeit 20 Sekunden zurücksetzen. Und dass du es aufsammeln musst, dann würde ich sagen, okay, das ist nice. Aber. Prepare for battle. Yes, sir. All bombers commence Wie attack. ich so eine Gürtelhalterung setzt im gesamten Run vielleicht 20 Sekunden deine Ausrüstungszeit zurück. Und davon merkst du nicht mal was. Doch besser ist nix. Doch. Ganz ehrlich, brauche ich auch nicht. Und This is Phobos, leaving for now. We destroyed a teleportation ship. We destroyed a teleportation ship. Ja. Herre. Hilfe? 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 Okay. Er ist schon kaputt. Ne, da ist ein Dings. Schrotflintentrosch. Also mehrere Schrotflintentrösche. Ja, eben. Oh, ich hab dem Slide mehr in die Fresse gehauen. Ich hoffe, die sterben davon. Five fucking pounds. With the mothership setting up barriers over the sky. Any chance to win? Let's just say, there's no second chance if we lose. The human civilization is collapsing. It's very likely we will Geil, never Panzer halb rebuild kaputt, our nicht mal reingestiegen. world. Even if we lose, we If must we defeat lose at least more 70% of the enemies, or we're doomed without a future. We're winning this. Impressive. Impressive. A few of us can make them pay like this. Die denken nicht mal nach. Das sind irgendwelche Raumschiffe, Frösche und Spinnen. Ja. It would never cross their minds. Digga, die rennen einfach nur irgendwelchen Spielern hinterher. Einfach nur straight. Die denken nicht nach. You rock. Ach, wir sind ja immer noch Newbie. Ja. Stimmt. Hey, hast du gedacht, dass wir promoten oder so? Nee, nee. Nee, das war echt. Ich glaube, ein bisschen früh uns mittlerweile mal ordentlich, ja, als Soldat anzustellen. Ist halt ein Fakt. Wir sind wahrscheinlich schon länger dabei als alle anderen, die hier sind, weil die anderen alle schon tot sind, seitdem wir hier sind. Aber jo, alles gut. Ich werde hier hingerichtet, scheiße. Scheiße. Komm hier auf das Raumschiff oben hoch. So. Ah, okay. Everyone stay alert. Yes, sir. This is Phobos, ready to attack again. Oh, gosh darn newbie. You're our Ja, der fliegt einmal durch mich durch. Nice. Und RIP. Raise your weapon. Yes, sir. Reload. Ha!
all bombers, commence attack. Kill you all! Attack! Take cover! Shoot it down! Oh shit. Das ist echt, ja. Ich glaube, ich hab's. Aber... Oh boy. Oh boys. All bombers, commence attack. Attack. Da kommt einfach. Den. Was soll denn jetzt sonst kommen? Heavy Spezies zu Kappa. There you go. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Oh, komm runter. Ja, ist klar. Das sind so viele. Ja, ich bin tot. Meine Energie ist gerade gegangen. Jetzt kommt mit meinem Panzer angefahren. Was ist ein Ehrenmann. Ja, Armeise hat mich gepackt. Oh, warte mal. Junge, ich hab nach oben geschafft. Oh mein. Jo, alte 4 würde ich sagen. Digga, ich habe alle Raumschiffe schon weggemacht, ganz ruhig. Zumindest eins davon habe ich weggemacht. 100% Completion Rate, aber trotzdem nicht verstanden, dass man so ein Teammate nicht retten kann. Geil. Nein, nein! Das Airstrike auf mir drauf, okay. Ups. Hatten ja noch genug Zeit, ich dachte, das kommt schneller. Now you know how strong Phobos is. Oh, Frost. Jo, ich steuere gerade voll auf die anderen Frösche zu. Freilandfrösche. Legen die auch Freilandeier? Weiß ich nicht, muss ich mal fragen. Boah, eigentlich Papa. Wie würdest du es finden, so Froscheier mal essen? Was meinst du, schmeckt das? Keine Ahnung. Würdest du Kaulquappen essen? Warum? Meinst du, wie schmeckt? Glitschig, würde ich behaupten. Kann mir vorstellen, das schmeckt so wie Frosch. Oh, okay. Okay, cool. Ganz die Weisheiten halt geteilt. Ah, vielleicht einfach nur ein bisschen mehr nach Eiweiß, so, so ein bisschen so, weißt du, so wie Frosch, aber mehr nach einfach rohem Hühnerei. Mehr nach Ei. Also einfach nur Eiweiß, weißt du, nur so kriegsiges Eiweiß oder so. So ein rohes Ei, schon interessant. Also, wow. Wenn mir ein Franzose das anbieten würde, ich denke, ich würde es essen. Ich glaube, wenn es nichts anderes gibt, geht das auch. So schlimm kann ich mir das auch nicht vorstellen. So. Weil wenn man es jetzt ordentlich zubereitet. Also roh würde ich es wahrscheinlich eher weniger essen wollen. Das wäre mir auch ein bisschen zu krass. So. Also rohe Kaulquappen, das wäre jetzt nicht unbedingt als Plan zu essen demnächst. Aber zubereitet, warum nicht? Also, wenn es schon mal jemand gegessen hat und weiß, wie man es zubereitet, und so schlimm kann es ja dann nicht sein. Ist eigentlich Baba. Naja, vielleicht schon. Woher weißt du es? Kennst du jemanden, der es probiert hat? Nee, leider nicht. Ist also, ja, deswegen. Kann man auch nicht sagen, dass es scheiße ist. Das ist Beweis genug. Ich kenne jemanden, der es gegessen hat. Nice. Ja, du weißt nicht, dass es scheiße schmeckt. Also.